meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer felsbrockigen Folge Dead Space. So, ich hatte das schon mal erwähnt gehabt. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich gerade in dem Moment, wo ich nicht weitergekommen bin mit den Felsbrocken, die wir abschießen müssen. Aber vorerst erwarten uns hier noch richtige Gegner. Daran erinnere ich mich noch. Weil das sieht zwar hier alles sehr besonders aus, aber... Bruch in der Hülle registriert. Isaac, ein Schlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Hier Speicher, Junge. Das ist immer auch geil, wenn man das Spiel mit den Speichern anfängt, ne? Ja. Die Aufnahme mit den Speichern. So. Phänomenal. Wow, kommen wir gerade her, was? Ah ja. Hört sich nicht so original an, irgendwie, ne? So irgendwie alt und rostig, wie so ein Lastenaufzug irgendwie. Anzug Level 3? Momentchen, Momentchen. Ne, da müssen wir, da müssen wir was aussortieren für. Da müssen wir was für aussortieren. Was ist das? Halbleiter Gold. Ah, okay, die kann ich im Shop verkaufen. Ich tut mir leid, aber ich werde den hier droppen. Genau. Jetzt wäre der Shop total geil, oder? Okay, wir sind auf der Brücke. Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie. Ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Alles klar. Ah, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Hab's nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Okay. Scheiße! Zurück! Ich dachte, der wäre tot, als ich die Kapsel verriegelt habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Ja. Dann mal wieder zurück. Aber eigentlich möchte ich jetzt im Shop nochmal speichern. Es rumst und bumst. Ein Rumsen und ein Bumsen erfüllt uns hier. Ein Knattern und ein Rattern. Ich glaube, ich werde mir einen flattern. Da drücke ich jetzt hin und hol mir meinen Anzug Level 3. Danke! Das kann ich mir nicht irgendwie kaufen, weil er zu teuer ist, was? Oh, 20.000! Aber wir können uns doch diesen... Warte mal, wie komme ich denn... Ah, guck mal hier. Halbleiter Gold, der bringt uns nur 3.000 ein. Ja. Trotzdem finden uns noch 3.800. Können wir irgendwas anderes verkaufen? Minipack. Ey, komm, wir verkaufen diese Plasma-Dinger. Finden wir sowieso, wie gesagt, mehr. Ja.
Jawohl. Coffee time. Ich zieh mir mal meinen Coffee rein. Ich glaube, das wird da hinstrollen gehen. Das wird er gleich den Stiel auspacken und pinkeln. Oh, halt. Babam. Anzug Level 3. An den Beinen hätten wir noch mal beschmeckt. Panzer hätte sein können, ne? Quarantäne aufgehoben. Kriegen wir dafür nichts? Oh geil, 5000 Credits, Alter. Aber ich bräuchte dann doch mal wieder Motivation. Nimm ihn erstmal was aus. Blödsinn? Seh das mal den Aliens hier. Ah, ist weg, Mann. Gut. Gut. Na, du weißt nicht, was ich jetzt aufpumpen soll. Ja.
der sich ausgetobt war. Wieso müssen wir denn hier reingehen? Das verstehe ich nicht. Ach, da, das ist ein Aufzug. Atriumaufzüge sind jetzt online. Sehr gut. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Warum? Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Alter Schwede, Leute. Warum macht er das? Wofür tötet der Doktor den Kapitän? Wow, wie tief geht das denn hier runter? 37 Stockwerke, wa? Keine Motivation? Jetzt sieht's anders aus. Motivation am Start. Ich glaube, wir sollten erstmal mit dem Cutter weiter rumballern. Weil wir dafür auch keine Munition drauf haben. FIFA vom. Wer treibt sich hier unten herum? Speichern ist immer eine sehr, sehr gute Idee. Nehmen. Jawohl. Laserkanone erhalten. Schema, das ist doch super. Auf so eine billige Kacke fallen wir lange nicht mehr rein, Alter. Was ist das? Na ja, guck mal hier. Die Dinger finde ich irgendwie in letzter Zeit sehr selten irgendwie. Diese Rickstation-Dingens. Wo kamen wir her? Wo müssen wir hin? Okay. Da, wo die gruselige Geräusche herkommen. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Verzerrungen? Warum dann müssen die immer so laut sein, dass ich mir fast in die Hose mache dabei?
war denn das? Und wenn die Musik dir jetzt abgefuckt gerade, Alter. Musik immer angefangen wird, dann heißt es, ist immer kein gutes Zeichen, nämlich, ne? Nämlich. Oh, das ist so gruselig, das Spiel. Irre, Alter, irre. Meine Güte. Dass die einfach jetzt einfach überall sind. Lad nach, du Vogel. Geschafft. Oh, okay, ich wollte sagen, unsere Munition. Ach Quatsch, unser. Sehr gut, auch wieder aufgefüllt. Alter, wo war ich denn da mit meinen Gedanken? Ja, alles klar. Wo ist hier genau hin jetzt? Also Tom, du diesmal ein bisschen aufpassen, ne? Naja, den habe ich nicht gesehen. Okay, das hat ja wunderbar funktioniert, soweit. Oh. Uhu. Okay. Schwerkraftplatten, Hammer. Alter. Lass das sein, ich mag das nicht. Nicht mehr so von hinten. Drohende Vernichtung, ja.
redet ihr mal mit uns? Isaac, du bist total geil drauf, Mann. Du bist super fähig. Und der Einzige, der hier das schaffen kann. Super langer Aufzug. Ja, Alter, ist das aufregend. Ich bin total gespannt, ey, ehrlich. Ich hab auch schon Kopfschmerzen verloren. Diggerle! Gruselig. Ich mag es nicht. Es ist einfach zu gruselig. Kopfschmerzen kriege ich tatsächlich auch. Wegen der ganzen scheiß Aufregung hier. Das Spiel kribbelt in meinem Bauch. Jetzt sind noch ein paar. Ich wollte doch nur ein paar Kästen öffnen. Mach doch auf, die Scheißkiste hier. Hat drüben auch noch eine vergessen? Ich wollte doch nur Kästen öffnen. Ich glaube, wir sollten uns mal wieder ein bisschen Medipack reindrücken in die Figur. Welche Ebene müssen wir hin? Seit wann müssen wir jetzt in die Ebene wählen? Kann uns das Spiel verraten, welche Ebene wir machen müssen? Ich weiß das nämlich nicht. Ich will das nicht wissen. Ja. Fahren wir nach oben. Oben ist immer gut. Geht ganz schön weit nach oben, ne? Okay, wir müssen auch gar nicht hier hin. Ah, tschüss. Machen Sie uns wieder ganz. Wow. Okay, hier sind wir auch wohl verkehrt. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Okay. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Was? Nochmal speichern. Thank you.
Okay. Werkbahn. Einen Energieknoten haben wir ja. Diesmal schauen wir uns mal, ich weiß nicht, immer noch nach, was können wir denn hier machen? Nach der Luft wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, und man sieht, wie viel Vakuum jetzt dabei ist. Hä? Immerhin 20 Sekunden mehr Luft, ne? Und hier sind wieder diese Platten, also. Aufgemerkt. Aber das ist bloß schon mal was. Lass mal Cutter. Munition. Wow, Credits, 3000, hat er auch noch was? Motivation. Wo müssen wir ganz genau hin? Ist in dieser Tür da? Energieknoten, bist du irre? Nein. Na klar. Nur umlaufen das alles mal. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Sehr gut. Oh. Gerade diese scheiß Flattertiere, die müssen es nicht unbedingt sein. Die. Da kann man auch gerne mal drauf verzichten. Weil die ja immer wieder neue bösen Monstrums machen. Vakuums. Nice.
Haben wir hier einen Speicher gehabt? Ja. So, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat mir Spaß gemacht. Reingehauen und ciao. Mit V und Tschö, mit Ö. Und Küssen aufs Nüsschen. Rötzen, ja.